Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Edencrafter. Ich wollte gerade Planetcrafter sagen. Edencrafter. So, wo kann man hier gucken? Hier ist irgendwas mit radioaktiv. Aha. Nächste Ziele. Oh, erstelle Fahrzeug. Oh, cool. Batterie? Eine Dampfwalze. Ah, damit kann ich denn den Boden glatt machen. Cool. Okay. Karte. Ja, irgendwann muss ich ja mit dem Auto fahren. Ob wir da auch immer mal hinkommen, hinfliegen oder so? Hier kann ich überall rumlaufen. Aber ich denke mal, das kommt erst, wenn wir genug Sauerstoff haben. Ich würde sagen, wir bauen doch mal so ein Teil hier. Nein, hatte ich ja schon drin, ne? So, wir brauchen 12 Eisenträger. Um Gottes Willen, da brauchen wir ja Platten ohne Ende. Da brauchen wir die Platten ohne Ende. Haben wir jetzt ja. Haben wir. Ich wollte gerade Platten bauen. So, wir haben 36 Platten. Und Stangen haben wir auch genug. Dann bauen wir mal. Nochmal nicht so viel klicken. Ja, so. Einmal noch. Was? Was fehlt nur noch wieder? Eisenstangen. Glaube ich, werd verrückt. Gibt es hier oben? So. Habe ich das Rezept wieder weggemacht? Ich Trottel. Nein. Was wollte ich denn jetzt bauen? Was hat das denn hier? So. Haben wir. Zement brauchen wir 20 Säcke. Oh. Ich hoffe nicht, dass das Fels vollkommen hier irgendwann mal weggeht. Aber der Sauerstoff geht schon langsamer runter, kann das sein? Habe ich so das Gefühl? Na, wir gucken mal. Doch, ne? Das wird langsamer runter. So, reicht das jetzt bitte? Nein, reicht immer noch nicht. Oh, aber jetzt hoffe ich doch mal, dass es jetzt letztendlich reicht. Gut, haben wir. Filter brauchen wir. 10 Stück. Das heißt, wir brauchen Schwefel. Gut, wir haben kein Schwefelerz mehr. Schwefelerz war, glaube ich, da oben drin, ne? Da? Ne, hier, ne? Da oben. Bevor ich da reingehe, werde ich natürlich erstmal mich hier wieder aufladen. Ich glaube, da in der Höhle war Schwefelerz. Boah, ich bin mal gespannt, wenn die Autos nachher kommen. Oder dass wir hier durch die Gegend fahren. Oder war das bloß die Dampfwalze, was ich gesehen habe als Auto? Kann das sein, dass es jetzt nur die Dampfwalze gewesen ist? Weil, wenn ich so ein Spiel spiele, gucke ich mir natürlich wenig an. Puffer brauche ich nicht.
Also ich hole mir keine Infos von anderen Leuten. Aber na gut, das sage ich, glaube ich, in jedem Video, ne? Aber das muss ich ja auch sagen, weil ihr guckt ja nicht jedes Video, deswegen sage ich das lieber, ne? Also, keine Ahnung. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Was? Mehr ist hier nicht. Verdammt. Hier geht's wieder raus. Okay, jetzt weiter. Vielleicht reicht das schon. Wir gucken mal. Genau, ich will nämlich alles selber erkunden, erforschen. Und wenn ich drauf gehe, dann gehe ich eben drauf. Wenn ich lange suchen muss, dann suche ich eben lange. Aber ich will alles immer alleine rauskriegen. Aber hier hinten ist schon alles schon so grün. Das sind bloß 500 Quadratmeter hier. Was? 508, glaube ich, ne, waren das? Ich guck noch mal. Oder wird das von alleine jetzt größer? Nee. Nee, 508. Okay. Ich hoffe, dass ich das mit dem Ding hinkriege. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas falsch mache. So, was wollte ich jetzt? Ach, Rotoren wollte ich bauen. Nein, das war hier. Hier. Wir brauchen vier Rotoren, also brauchen wir 2, 4, 6, 8. Brauchen wir 16 Kabel, ne? Wenn ich das richtig gerechnet habe, brauchen wir 16 Kabel, ne? Okay, es war schon wieder zu Ende, wa? Nee, doch nicht, dort zählt noch. 13? 14? Was? 16, oder? Mal gucken, ob ich richtig gerechnet habe. Na, wir bauen. Nee, Gummi. Ach, jetzt brauchen wir auch noch Gummi. Haben wir natürlich nicht. Okay, wir haben ja hier in der Box haben wir ja genug drin. Ne? So, holen wir erstmal raus. Alter Falter. Muss ich einmal wieder wegpacken. Jetzt geht das schon wieder los. Ich bin voll. Oha, wie viel geht denn da weg? Sag mal, jetzt muss ich mal gucken. Für einen so einen Gummiproppen oder was? Das ist aber very viel. Das muss ich mal so sagen, wie das ist. So, wir brauchen vier Rotoren. Eins. Zwei. Und die Gummis sind weg. Nee, doch nicht. Jetzt sind die Gummis weg. Okay, jetzt muss ich nochmal holen hier. Jetzt wieder voll? Nein. Jetzt bin ich leer, so. Jetzt bin ich wieder leer. So, reicht das? Ach Quatsch, ich hätte da bloß für einen machen müssen. Jetzt habe ich ja wieder für zwei gemacht. Na, ist egal. So, und Filter. Mal gucken, ob das reicht. Also ich glaube, dann ist es ja günstiger, wenn wir das andere Kugelding dahin bauen. Oh, reicht. So, dann können wir es ja jetzt bauen. Dann brauchen wir wahrscheinlich. Wo bauen wir das hin? Ich muss Rohre. Ob das jetzt eine gute Idee war mit dem Ding hier? Warte mal, haben wir da noch einen? Zur anderen Seite müsste ich gehen. Hier müsste ich hingehen. Hier hätte ich noch Platz für ein Rohr. So, hier ist Wasser. Warte mal, wir machen das mal so. Das ist ja jetzt doof. Kann man da nicht rechts rumdrehen, das Ding? Das ist ja jetzt. Scheiße. Ne, guck mal, jetzt brauchen wir Wasser. Und hier braucht er wahrscheinlich das Organische.
Das heißt, ich müsste jetzt von da jetzt ein Förderband hier hin. Ah nee, das ist ja jetzt doof. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Okay, ich baue das mal doch hier in der Nähe hin. Scheiß drauf. Muss ich das... Guck mal, wo ist der Ausgang hier? Na klar, der Ausgang ist natürlich hier. Das Wasserrohr ist da. Warte mal, hier kann ich ja vielleicht nochmal trennen. Das ist eine Idee, das gucken wir mal. Guck mal, dann können wir das Wasser so... So, guck mal, so geht's doch. Ich sag mal so hin. So. Dann Förderband. Von. Hier unten. Hallo. Geht nicht. Doch, geht. Von hier. Nach da. Ich habe nicht genug Eisenplatten. War ja klar. Da müssen wir mal gucken, was er denn... Was er, ach, Quatsch. Müssen wir mal gucken... Wie breit er das dann auseinanderjaucht, das Zeug. Wie eingesammelt jetzt die Tankplatten, die Platten? Hä? Ja, doch, hab ich. So. Platten haben wir hier. Und ich sag mal so, wenn das alles irgendwie nicht gut aussehen sollte, kann man das ja... So, guck mal, das haut er schon mal rein. Dann würde ich sagen, davon haben wir noch genug. Dann würde ich sagen, mache ich mal hier das Wasserding weg. Hier mittendrin. Ja gut, dann mache ich alles weg. Wartet mal, nee, warte mal. Ich werde jetzt hier den Verteiler dazwischen ballern. Ach, nee, geht ja wieder nicht. Ach, er dockt ja nicht an. Na, das finde ich ein bisschen doof, dass er nicht andockt. Machen wir das so. So und so. So und so. Und so und. So. Wasser hat er auch. Könnte ich das Ding doch eigentlich wegreißen, oder? So, wir gucken mal, wie viel Prozent der jetzt hat. Was? 512? Ach nee, wird noch mehr. Okay, es dauert wohl einen Anblick. Ja gut, dass man das natürlich alles so ein bisschen verbindet, finde ich schon nicht verkehrt. Aber wenn ja hier überall so eine hässliche Rohre und überall, da muss man ja echt aufpassen mit dem, sag mal schnell. Ach guck mal, Wasser wird ja auch nicht so viel gefördert, ne? Vielleicht müsste ich mehr Wasser bauen, mehr Wasserdinger bauen. Wenig Energie. Ich glaube, ich habe zu wenig Energie, kann das sein? Ich werde nochmal so ein Sonarpanel bauen. Ich glaube, ich habe zu wenig Kobalterz. Ich habe kein Kobalterz. Oh, oh, ich habe kein Kobalterz. Wo kriegen wir denn das her? Das war... War das denn das Gelbe da? Also Schwefel. Kobalterz. Wo haben wir denn das jetzt wieder gesehen? So, warte mal. Eisen, Eisen. Kobalterz hatten wir noch gar nicht, siehst du? Aber wo hatten wir das jetzt gefunden, das Kobalterz? Und vor allem, wie sieht das aus? War das das da oben? Nee, nee, das ist doch... Felsen. Was ist das? Hey, das wird aber hoch. Hallo. Hallo. Das ist auch bloß ein Felsen. Dann werde ich da nochmal hingehen, in diese Höhle da. Bin ja mal gespannt, wann die Welle kommt.
Dann kommt hier wahrscheinlich doch. Dann kommt hier wahrscheinlich doch die Welle irgendwann und dann ist die Hälfte von dem wieder weggerissen. Also dürft's doch nichts da oben hinzubauen. Da oben kommt das auch hin. Okay, ich brauche unbedingt Strom. Vielleicht sollte ich dann immer die Propeller bauen. Vielleicht. Oh, hier. Veredelt der. Okay, alles klar. Dann sollte ich vielleicht ein Windrad bauen. Plus 7, das ist, lohnt sich eigentlich nicht, ne? Obwohl, könnte man jetzt erstmal schnell mal hier hinballern. Bis man die anderen Dinger bauen kann. Ich will das sehen. Bauen wir hier mal ruhig hier. Nee, das gefällt mir schon wieder gar nicht. Die dürfen sie nicht unbedingt berühren, das finde ich nicht gut. So, die drei, dann machen wir das hier hin. Ach Mensch! So, die drei. Die lassen natürlich alle schon in eine Richtung alles haben. Das sieht besser aus. So, was sagt jetzt die Energie? Wenig Energie. Versorgung 17% von 100 Liter. Das heißt 33 Megawatt. 41% bloß. Das ist ja gar nichts. Das Ding verbraucht, das Ding hat 90, wisst ihr was? Ne, veredelt der Kobalt. Ah ne, wir brauchen das Ding hier. Ah ne, Kobalterz. Ich gehe mal schnell mich aufladen und dann müssen wir mal kurz da oben hochlaufen. Ich glaube, da oben war. Irgendwo hier, glaube ich, war das die Höhle. Aber vielleicht finden wir hier auch nochmal so ein Vorkommen, Kobalt-Vorkommen. Hier waren wir doch auch schon drinnen, ne? Das ist Schwefel. Kobalterz. Vielleicht muss ich mich hier irgendwo mal durchbauen. Bringt gar nichts. Bitte. Das war schon wieder alles an Kobalt? Nein! Ja, hier ist noch was. Komm, lass mich mal hier erhöhtes Kobaltvorkommen hier finden. Das wäre echt nice. Oh, Osmium. Ich werd verrückt. Was brauchen wir nicht unbedingt? Was Ding brauchen wir? Was Ding brauchen wir? Oh. Ich werde mal gucken, wenn ich jetzt schon genug habe, vielleicht werde ich dann doch lieber das große Ding bauen. Den großen Strom. Sag mal schnell. Na, ihr wisst, was ich meine. Das Solarpanel. Oh, guck mal, der Rasen kommt. So, wir machen mal das Ding. Wir gucken mal. Veredelt der Kobalt. Wie kriegen wir denn das hergestellt? Hier nicht. Hier auch nicht. Hier. Das war hier. Hier ist veredelt. Veredelt seltene Erze wie Kobalt und Uran und seltene. Aha, okay. Aber Moment mal, das geht ja nur über das Förderband. Das heißt, ich muss ja Kobalt irgendwie ab. Keine Ahnung. Wie soll das denn funktionieren? Was? Was ist das hier? Ein Fenster? Tür? Stromkasten haben wir? Das ist ein Bett? Ein Doppelstockbett. Innentür. Ah, okay. Innenwand? Wand.
Apple. Das Ding haben wir, das Ding haben wir. Was ist das hier? Oh, Monitoring Screen. Das mache ich auch gleich nochmal. Was ist das hier? Boden. Ah, genau, da kann man den Boden wieder glatt machen. Genau, was, das, was man mit dem Auto näher machen kann. Monitoring Screen. Ermöglicht es dir deinen Terraforming-Fortschritt? Auf jeden Fall brauche ich das Teil. Aber Moment mal, da muss ich wahrscheinlich doch erst dieses Ding bauen. Aber dann muss ich. Dann muss ich aber Kobalt vorher finden, ne? Als. Als. Veredelt seltene Erze wie Kobalt und Uran und stellt Basaltbeton her. Nee, das ist ja denn. Nee, das ist ja denn gar nicht. Nee, hör mal auf, hör mal auf. Ich würde. Sucht nach. Na, guck mal an, das Ding muss ich bauen. Auf jeden Fall. Ein Rotor. Eine Antenne. Zwei Platinen. Na bitte, guck mal an, da kann der Ding ja schon bauen. Zack. Aber der muss bestimmt draußen stehen, ne? Ja, der kann draußen stehen. Ich werde ihn mal hier hinballern. Erstmal. Ey, geil, dreht sich. Oh. So, komm, wir gucken. Nein, ist das geil. Was habe ich jetzt eigentlich gesucht? Kobalt. Bin ich jetzt blöd? Hier bin ich doch dran vorbeigelaufen. Ah, ich kann einen Punkt setzen. Wo ist der? Der Baum mit Breyer. Ach so, oben ist der Punkt. Ah, ja, meine Webcam hängt da oben im Weg. Das habe ich gerade das nicht gesehen. Oh, Blümchen. Ich habe hier Kobalt gefunden. Moment mal, da oben ist Kobalt? Oder ist das die... Nee, das war ja kein Kobalt hier, ne? Was war denn das hier? Nee, das war Quarz. Hier muss irgendwo Kobalt sein. Oh, komm hoch. Oh Gott, was wird denn das für ein langes Förderband schon wieder? Cool. Ist das Kobalt? Ja. Cool. Guck mal, hier wachsen die Bäume schon. Ist das geil? Achso, ich sehe, ich wollte mal kurz gucken. Wie weit mein Terraforming schon ist. Osmium-Quarz. Der Baum ist wieder gewachsen eben. Oh, ach komm, Kupfer brauchen wir nicht. Essen brauchen wir eigentlich auch nicht. Ne? Warum sammle ich den ganzen Quatsch noch ein? Ne? Und hier steht alles still, weil ich alles schon habe. So, ich wollte mal ganz schnell das große Dings bauen hier. So, zack. Veredeltes Kobalt. Ja, wie kann ich das Kobalt veredeln? Ich muss gleich mal gucken. Hier, jetzt kann ich die Essenbox herstellen. Verdammt, wie kann ich denn das herstellen? Aber nicht petzen, bitte. Oder kommt das erst noch? Ach. Ah nee, warte mal. Veredelt Erze wie Kobalt und Uran und stellt. Die Basaltbeton brauche ich doch eigentlich gar nicht. Edeltes Kobalt. Aber wisst ihr was? Das kriege ich noch raus. Was kann ich denn sonst noch so bauen? Vielleicht sollte ich mir dieses Gerät mal bauen hier. Weil
Warte mal, was stand da? Setzt zwei Herstellungsteile zum ausgewählten Rezeptergebnis zusammen. Vielleicht kann man hier was veredeln mit Kobalt rein und irgendwas anderes wieder raus. Zeuge. Ja, das sind doch keine Fahrzeuge. Ach, hier unten kommen die. Ach, die kommen erst noch. Ach, schade. Hier kann man sogar eine Plattform bauen vorher. Okay. Möbel. Naja, so ein Quatsch brauchen wir noch nicht. Okay, wisst ihr was? Ich werde die kleinen Dinger bauen erstmal. Komm. Bevor wir brauchen Strom. Eisenträger brauchen wir ein paar Stück. War ja wieder klar. Was fehlt wieder? Eisenstangen, wie verrückt. Und dann nehmen wir das auch noch gleich mit hier. Dann müssen wir noch Schränke bauen. Was sagt unseres Terraforming? Oh, 860. Cool. Wieso habe ich da oben einen Computer drin? Ne? So, und dann bauen wir mal hier noch so ein Ding. Sagen, das bauen wir. Wollten wir mal so eine richtige Dings aufbauen. Hier so ein Solarhof. Sag ich mal so. Und wie viel Strom haben wir jetzt? Oh, sind wir voll? Wollen wir hier? Nee, warte mal, wo stand das mit dem Wasser? Hier. Aber er meckert nicht mehr rum wegen Strom, ne? Gesamt im Netzwerk 100 Megawatt, Versorgung 100% von... Ja cool, dann haben wir ja doch mehr, als wir es brauchen. Da wisst ihr was, ich werde trotzdem noch so ein Ding bauen. Halt, da fehlt glaube ich was, ne? Ein Eisenträger fehlt noch. Komm, wir werden noch einen Eisenträgerschein hinsetzen. Oh geil, warum habe ich dieses Teil nicht schon längst viel eher gebaut? So. Dann bauen wir noch so ein Teil hier hin. Dann bauen wir irgendwann die großen. Sieht doch gut aus. So, was habe ich hier? War das eben? Oh, ich bin mich erschrocken eben. Warte mal, das Teil kann ich doch eigentlich wegreißen hier, oder? Das braucht doch kein Mensch mehr, dieses kleine Ding. Aber erstmal hole ich noch das Eisen raus. Dann mache ich einen auf. Supi! Kann ich jetzt hier reingehen, oder ist es denn immer noch? Weil ich, als ich in der Vorschau, als ich angefangen habe, das zu spielen, bin ich da mal kurz reingelatscht, da bin ich natürlich gleich gestorben. So. Das brauche ich erstmal alles wieder raus hier. Das brauchen wir nicht. Ist. Oh. Ja, wie gesagt, wir müssen irgendwann mal diese Förderbänder bauen hier für die. Damit die Schränke ordentlich voll, damit ordentlich schön Material da ist. Weil ich denke mal, dass wir irgendwann brauchen wir wahrscheinlich. Ne? Container lagert große Mengen. Hier Eisenträger. Wenn man wüsste. Ach, 18 Plätze? 27. Brauchen wir 10 Eisenplatten? 20 Eisenplatten. Wenn nicht mal das Doppelte. Aber ist egal, wir werden trotzdem mal einbauen. Aber das würde ich sagen, das machen wir jetzt. Ach nee, komm, wir machen mal eine etwas längere Folge. Scheiß drauf, komm. Das machen wir noch fix. 4 Eisenträger. Warte, ich bin schon wieder voll. Ja, okay. Dann lagern wir mal aus das Zeug mal ganz kurz.
ich wieder vergessen, was ich bauen wollte. Achso, so ein Schrank da, so ein Teil hier. So, dann bauen wir so ein Ding mal. Und zwar, wo geht's hier rein? Mal, da geht's auch wieder raus. Wieso gibt's da zwei Eingänge? Lager große Mengen an Gegenständen mit zwei Förderbahneingängen. Ach so, da kann mehrere Sachen. Ah, okay. Aber da reicht trotzdem ein Eingang. Wir bauen das erstmal hier so hin. Warte mal, ich gehe mal hier oben rauf. Links im Förderband. Das bauen wir hier so hin. So. Und dann Förderband von hier nach hier. Ach Mist, das war ja Kupfer. Ah, ist egal. Wie viele Kupfer passen jetzt hier rein? Ah, guck mal. Ah, jetzt verstehe ich. Das sind ja 27 Plätze, aber da passen ja... Müssen wir mal ganz kurz gucken. Wie will da jetzt reinpassen? Ach, dann haben wir ja Kupferplatten ohne Ende. Oh. Ah, 20 Stück. Meine Fresse, da haben wir aber... Da müsste man hier jetzt... Haben wir noch? Nee, haben wir nicht mehr, ne? Haben wir nicht mehr. Okay, wir sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Dann bauen wir hier zwei übereinander. Einmal für die Stangen und einmal für oder machen wir beides zusammen. Kann man sortieren hier drin? Nee, hier drin kann man nicht sortieren, schade. Aber ich würde dann trotzdem hier noch zwei übereinander hinballern. Die zwei. Das ist ja geil. Sieht das cool aus. Gut, ich würde sagen, das reicht für heute. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Und dann wird hier... warte mal, wir gucken nochmal ganz schnell wegen... Achso, ich glaube, Terraforming war fertig, ne? Deswegen hat es... ja, wir haben 1400 Quadratmeter schon. Ist das geil. Was ist denn das Rote hier oben? Das ist Radioaktivität. Okay, lassen wir das. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Dann bis dahin und ciao.